10 Minuten Input geben von jedem, also einmal von Daniela, von Sven und von Alexis. Da könnt ihr euch schon mal so ein Bild davon machen, in welche Richtung wohl deren Antworten gehen oder Fragen des Handelsgründes Wachstum geben. Ja, wir haben hier drei Experten zu Gast, die ich jetzt auch gleich mal ganz kurz vorstellen werde. Und ich fange an mit Daniela in der Mitte. Sie ist vor 10 Jahren für das Studium nach Hannover gekommen und promoviert jetzt aber zum Thema Jugend in ländlichen Regionen in Ecuador. Genau. Und sie kann uns erzählen, was das gute Leben zum Beispiel auch in Ecuador bedeutet. Also wir haben uns da auch schon Gedanken darüber gemacht, was für uns das gute Leben ist, und sie wird uns nochmal, denke ich, ganz neue Ideen und so weiter vermitteln. Dann ist auch noch zu Gast Sven Giegold, einmal dort. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Sprecher der Europagruppe Grüne. Er ist finanz- und wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen Fraktion. Und nochmal zur Besonderheit, also er hat hier auch mit das Ökozentrum mit aufgebaut. Das finde ich passt sehr gut, dass wir heute hier sind zusammen. Und er ist zum Beispiel auch Mitbegründer von ATTAC und hat sich sehr viel gesellschaftlich engagiert und wird sicherlich dazu auch gleich nochmal was sagen. Und dann noch zu meiner Linken, Alexis Passadakis. Er engagiert sich bei ATTAC und ist dort auch im Rat von ATTAC und arbeitet gerade zum Thema Seattle to Brussels. Das ist ein Netzwerk und dort engagiert er sich gegen das TTIP. Dann ist er auch noch im Widerstand gegen Braunkohleförderung im Rheinland. Aber ihr habt sicherlich nachher auch noch Gelegenheit, da noch weitere Fragen zuzustellen. Also das Leben ist quasi meine Realität und wie möchte ich leben, ist für mich also das Gute. Und Leben hat für mich also persönlich zu tun mit Zugang zu Bildung natürlich, mit Sorglosigkeit, was Franzi mir auch gestern gesagt hatte, das wurde hier auch angesprochen, mit natürlich meinen Lebensunterhalt zu sichern. Aber das ist ja meine Realität und das Gut, also gut zu leben quasi, wäre meine Lebensphilosophie. Also und da kommen für mich die Fragen, also was sind meine Idealen, wie will ich eigentlich leben? Und das Gute für mich wäre meine Beweglichkeit zum Beispiel. Ich bin nach Deutschland gekommen, ich komme ursprünglich aus Ecuador und für mich ist es ganz wichtig, dass ich die Freiheit habe, mich zu bewegen zum Beispiel. Und das musste ich ja zuerst erfahren, na gut, ich brauche einen Pass, ich muss ein Visum beantragen und solche Sachen waren für mich auch Hürden, die ich überwinden musste und für mich ist es halt die Freiheit, mich zu bewegen, eigentlich zentral. Das zweite wäre meine Prinzipien, also wie kann ich dann gut leben, würde ich sagen, durch meine Prinzipien, aber da habe ich mir überlegt, zum Beispiel Pünktlichkeit wäre ein Prinzip für mich, wann und wo und wie und warum ist das wichtig für mich. Diese Freiheit zu überlegen und zu reflektieren, warum ist gerade das Prinzip wichtig für mich, für ein gutes Leben, hat mit dem Respekt mit den anderen Menschen zu tun. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, was hat denn alles zu tun mit gutes Leben? Ich glaube, für mich gibt es 2 Punkte, um nochmal auf die Diskussion für UMBW zu kommen. Da würde ich dann gerne UMBW als neue Idee aus, um die in Ecuador diskutiert wurde, vorstellen. Aber erstmal, um das mit meinen persönlichen Vorstellungen von gutes Leben zu verbinden, ich glaube, gibt es 2 Punkte, die ich auch klar machen möchte. Das erste ist für mich, die Freiheit zu haben, diese Widersprüche anzuerkennen. Das heißt, was ich gesagt habe, mein Pass zum Beispiel, in diesen Widersprüchen, was sind meine Realitäten? Okay, ich bin Migranten und was ist das Normative daran, mein Pass zum Beispiel? Und deswegen würde ich gerne da die Widersprüche, also die Freiheit haben, die Widersprüche anzuerkennen. Was ist meine Realität und was ist das Normative und was sind meine Idealen? Und der zweite Punkt wäre, die Wertvorstellung anderer Menschen anzuerkennen. Was hat das alles mit der UMBW zu tun? 2 Punkte möchte ich, dass ihr gerne das mal im Kopf behält, also Widersprüche und Wertvorstellung. Genau das war in Ecuador, hat eine Diskussion angefangen über UMBW. Ich weiß nicht, ob ihr über UMBW gehört habt. Genau, und
Das ist ja, das hat in Nepal stattgefunden, in dem Rahmen von der verfassungsgebenden Versammlung 2007. Eine neue Verfassung für Ecuador wurde geschrieben und es kam eine wichtige Diskussion zustande. Zuerst, der erste Punkt, Wertvorstellung. Es war genau die Hinterfragung, was heißt überhaupt Entwicklung? Und Menschen, die in anderen Verhältnissen als zum Beispiel in den Städten wohnen, aus ländlichen Regionen, haben eigentlich eine Botschaft erteilt. Es existiert ein Buen Vivir, die nicht unbedingt mit Industrialisierung, Wachstum und andere Sachen zu tun hat. Diese Diskussion über Buen Vivir ist in der Verfassung wirklich verankert worden. Und für mich hat es drei unterschiedliche Aspekte, die wir in dem Workshop danach diskutieren können. Der erste Punkt ist Menschen als Teil der Natur. Also, wir sollen die Grenzen der Natur erkennen. Der zweite Punkt, wisst ihr, ich habe auch Wertvorstellung genannt. Es ist genau die Anerkennung der anderen, der Andersartigkeit der anderen quasi, doppelt gemoppelt, aber das ist genau die Interkulturalität. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist der Eigenwert der Natur. Ich weiß nicht, ob ihr auch über die Rechte der Natur auch gehört habt. Also die Natur wird als Subjekt anerkannt. Das war auch eine wichtige Diskussion, die in diesem Rahmen stattgefunden hat. Und das würden wir gerne danach dann vertiefen. Und aber dazu, um das interessanter zu machen, natürlich gibt es auch Widersprüche und ich komme zurück auf diese Realitätsebene. Wenn das alles zum Beispiel, also wir haben ja mit verschiedenen Akteuren zu diskutieren. Wir haben mit staatlichen Akteuren diskutiert, mit Jugendlichen, mit indigenen Bewegungen, mit sozialen Bewegungen insgesamt. Und wenn wir die Grenzen der Natur anerkennen, da kommt es ja ein Problem, es taucht ein Problem auf. Na gut, wo soll Ecuador das Geld ohne die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen anbringen? Das war auch eine große Frage, wenn wir wirklich das ernst nehmen, das Buen Vivir als die Anerkennung dieser Grenze von Natur und die Natur als Subjekt anerkennen, wo soll das Geld herkommen? Da in diesem Rahmen, in dieser Diskussion, das werden wir auch danach vertiefen, kommt auch das Thema globale Ungleichheiten. Wie soll ein Entwicklungsland in Anführungsstrichen diese Ressourcen ohne die Ausbeute von natürlichen Ressourcen bekommen? Wo kommt das her? Wie kann die Regierung zum Beispiel Geld für Bildung, für Schulen und so weiter, für Forderungen, die auch von den sozialen Bewegungen kommen, haben oder kriegen? Und deswegen kamen auch andere Diskussionen in der Ecuador, die wir auch gerne nochmal vertiefen können danach, von Jugendlichen gerade. Ich weiß nicht, vielleicht einige von euch waren bei dieser Yasuni-Vorstellung von Christian. Da kommen auch ein paar Vorschläge, wie könnte man das eigentlich verbinden, dass man diese globalen Ungleichheiten auch mit, also quasi betrachtet, aber auch diese Idee von, also nicht Ausbeutung von natürlichen Ressourcen in einen Hut zu bringen. Da können wir auch gerne nochmal uns drüber unterhalten. Das heißt, in der Yasuni-Initiative können wir darüber reden. Es gibt andere Alternativen, zum Beispiel kommunitärer Tourismus und so weiter. Und interkulturellen Austausch kam auch in Frage, so weiter. Und deswegen, ja, es ist ein kurzer Einstieg, aber ich glaube, das sind so super viele Themen, die wir nochmal besprechen können und das war quasi meinerseits. Ja, was ist ein gutes Leben? Für mich ist ein gutes Leben ein Leben, das sinnerfüllt ist und ein Leben, welches man in Würde führen kann. Und ich glaube, dass die Grundlage dafür ist, dass es Gleichheit gibt in sozialen Beziehungen. Und wenn es diese Gleichheit gibt, dann gibt es eine Grundlage für die Abwesenheit von Angst. Und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, um ein gutes Leben führen zu können. Können Sie das Mikro ein bisschen weiter weg? Ich glaube, das ist angenehmer. Ich versuche es. Ist es so besser? Ja, sehr super. Alles klar. Also Abwesenheit von Angst. Das Problem, welches ich sehe, warum ein gutes Leben schwierig zu realisieren ist, dass diese Form von Ökonomie, die wir haben,
zum einen eine Angstmaschine ist, und das hängt eben auch damit zusammen, dass ständig ungleiche soziale Beziehungen produziert werden. Und Ungleichheit, glaube ich, ist ja ein zentraler Verhinderungsfaktor des guten Lebens, weil wenn soziale Beziehungen auf Ungleichheit, Unterdrückung, Gewalt, Ausbeutung, patriarchale Strukturen basieren, dann ist das gute Leben sicherlich nicht vorhanden. Das ist meine kurze Antwort darauf. Dazu könnte man noch mehr sagen. Ansonsten habe ich einige Fragen bekommen, was ich zum Thema Postwachstumsökonomie denke, wie ich mir das vorstelle. Und sicherlich wurde in den letzten Tagen schon viel darüber gesprochen. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal versuchen, damit einzusteigen, was das eigentlich ist, was da wächst und worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir über eine Wachstumsökonomie sprechen. Und zwar gibt es im Wesentlichen zwei Dinge, über die gesprochen wird, wenn über Wachstum gesprochen wird. Und zwar zum einen über das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller Waren und Dienstleistungen, die in einer Ökonomie umgesetzt werden. Und das zweite ist der Stoffdurchsatz. Das sind die beiden Dinge, die wachsen. Und man könnte vielleicht dann noch eine dritte Dimension hinzufügen, nämlich das Wachsen der Schere zwischen Arm und Reich. Und warum ist es eigentlich so? Da gibt es also diverse Erklärungsmuster. Die meisten sind, finde ich, relativ unverständlich und unplausibel. Und ich glaube, man kann das eindampfen auf einen Punkt, warum es eigentlich diese Wachstumsdynamik gibt, die die entsprechenden Konsequenzen hat für Mensch und Natur. Und zwar ist das zentrale Motiv dieser Wirtschaftsordnung das Streben nach Profit. Das heißt, aus Kapital soll mehr Kapital werden. Und das ist die zentrale Logik dieser Ökonomie. Und in dieser Ökonomie geht es eben nicht darum, Gebrauchswerte zu schaffen, um allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, sondern eben aus Geld soll mehr Geld gestrickt werden und aus dem mehr Geld soll wiederum mehr Geld gestrickt werden. Und alles richtet sich letztendlich darauf ein und zielt darauf. Und deshalb sitzen wir ja in diesem Schlamassel, in dem wir eben stecken. Und dieser Schlamassel ist tatsächlich ziemlich groß, denn die Biokrise, wie ich es mal nennen möchte, also die Krise der Biosphäre und allen Lebens, was darin beinhaltet, ist sehr, sehr massiv. Allein wenn man sich die Prognosen anschaut des Internationalen Klimarates bei den Vereinten Nationen, dann sieht die Dynamik eben so aus, dass ziemlich wahrscheinlich am Ende dieses Jahrhunderts die Erwärmung um bis zu 4 Grad steigen kann. Und was das bedeutet, ist eigentlich unvorstellbar. Und das ist ein großes Problem. Es gibt einen sehr klugen slowenischen Philosophen, Slavoj Žižek, der eine oder andere hat ihn vielleicht schon mal gehört von euch den Namen, der spricht davon, dass es eine Unzulänglichkeit des Alltagsverstandes gibt, zu erfassen, wie brutal diese Biokrise eigentlich aussieht. Was es eben tatsächlich bedeutet, plus 4 Grad. Oder was es eben bedeutet, kürzlich eine WWF-Studie errechnet hat, dass inzwischen fast 50% allen Wildlifes, also aller Tiere, ausgestorben sind, vernichtet worden sind. Also eine ganz massive Krise, und die gesellschaftlichen Institutionen, die wir haben, können mit dieser Krise nicht wirklich umgehen, beziehungsweise sie gehen damit um, indem sie die Krise verschärfen. Aber auch der größte Teil der Menschen kann mit ihrem Alltagsverstand eigentlich gar nicht fassen, wie brenzlig die Situation ist, in der wir gerade stecken. Und es gibt natürlich die ein oder andere gesellschaftliche Kräfte, die versuchen, Antworten darauf zu formulieren, weil es so ihnen ein bisschen dämmert, okay, da gibt es ein Problem mit diesem Planeten. Und es gibt eben unterschiedliche Antworten darauf. Und eine Antwort lautet eben grünes Wachstum, beziehungsweise das ist eigentlich nicht eine Antwort, weil es auch unterschiedliche Konzepte gibt von grünem Wachstum, wie zum Beispiel das Konzept der Green Economy,
letztendlich eine Form von grünem Wachstum, was im Wesentlichen diese Form von Finanzmarktkapitalismus weiterführt und eigentlich nur einige Investitionsstränge umlenken soll, eine Form von Ökonomie, die weiter neue Märkte schaffen soll, und man hofft, über die Schaffung neuer Märkte dann die Ökonomie begrünen zu können. Dann gibt es aber auch eine Form grünen Wachstums, die eher eine sozialdemokratische Antwort ist. Ein Label lautet da Green New Deal. Das ist sicherlich in der Diskussion ja die kohärenteste und ambitionierteste Antwort auf den Versuch, diese Biokrise in den Griff zu bekommen. Aber auch diese Antwort ist wachstumsbasiert. Und zwar möglichst mit einem Wachstum von ca. 3%. Das beinhaltet aber auch, also nicht nur Wachstum, sondern durchaus den Versuch, auch soziale Fragen mit einzubeziehen. So. Aber eben wachstumsbasiert. Ich glaube, dass eine Ökonomie notwendig ist, um mit dieser Biokrise umzugehen, die eben nicht auf Wachstum beruht. Denn Grundlage für die Vorstellung, dass so eine grüne Wachstumsökonomie möglich ist, ist die These, dass es eine Entkopplung geben kann zwischen Wachstum und Ressourcenverbrauch. Das ist eine These, die, wie ich finde, höchst ambitioniert ist und auch utopistisch, aber im schlechten Sinne, ist meines Erachtens nicht machbar, und damit stehe ich auch nicht alleine. Ich möchte jetzt hier keinen Zahlensalat präsentieren, aber nur eine, und zwar, es gibt einen ganz interessanten Ökonomen, den britischen Tim Jackson heißt dieser Mann, der hat sich mal angeschaut, wie viel Gramm CO2 in die Luft gepustet werden muss, um einen Dollar Weltbruttosozialprodukt zu produzieren, und da kam er 2007 auf die Zahl fast 800 Gramm. Und wenn man sich vorstellt, dass man die Klimakrise irgendwie in den Griff bekommen möchte, nämlich bei unter 2 Grad bleiben möchte und es auch irgendwie so macht, dass sich ein großer Teil der Menschheit verarmt, dann bräuchte man einen Energieeffizienzfaktor, also einen Entkopplungsfaktor sozusagen, von 130. Das ist seine Berechnung. Wenn man sich anschaut, was sonst in der Debatte so vorherrscht, dann sind es wie von Ernst-Ulrich Weizsäcker, vielleicht hat der eine oder andere von euch den Namen schon mal gehört, der hat ja irgendwann mal ein Buch geschrieben, das hieß Faktor 4, also man könnte mit Faktor 4 energieeffizienter werden, und hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Faktor 5, ja, das ist also komplett weit entfernt von so etwas wie 130, selbst wenn man diesen Faktor 130 für Energieeffizienz nicht für bare Münze nimmt, sondern sagt, okay, Hälfte reicht auch, ist das eine ganz, ganz andere Dimension. Also ich glaube, man muss jetzt auch an das Wachstum ran, und deshalb auch eine Postwachstumsökonomie. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine solidarische, weil Postwachstumsökonomie kann auch ganz schöner Mist sein. Wie man zurzeit zum Beispiel in Südeuropa sieht. Also in Griechenland, Bruttosozialprodukt minus 25% seit Beginn dieser Eurozonenkrise, auch in anderen Ländern ist die Ökonomie abgeschmiert. Das führt zu einem Teufelskreis von ja, wenig Profit für Unternehmen, Investitionen gehen zurück, mehr Arbeitslosigkeit, Nachfrage sinkt, und es gibt eine Spirale nach unten, Gesellschaften fallen auseinander. Auch das ist eine Postwachstumsökonomie, die ist aber großer Scheiß. Man braucht eine solidarische Postwachstumsökonomie, und das bedeutet, nur um es ganz kurz umzureißen, eine Ökonomie, die nicht mehr zentral basiert auf privaten Investitionen und privatem Konsum, sondern eine Ökonomie, die im Wesentlichen auf öffentliche Investitionen setzt, in soziale und ökologische Infrastruktur, in der privater Luxuskonsum abgebaut wird, hin zu öffentlichem Konsum. Ein ganz simples Beispiel dafür ist, man kann Mobilität privat konsumieren, sprich man kauft sich ein SUV und fährt damit durch die Gegend, oder man kann Mobilität öffentlich kollektiv konsumieren, indem man den ÖPNV benutzt. Und so ein Shift braucht es, plus radikale Verkürzung von Arbeitszeit, das hat auch viel mit gutem Leben zu tun, glaube ich. Und wenn man dann es noch schafft, eine Politik durchzusetzen, die Ressourcen im Boden belässt, dann könnte man tatsächlich eine solidarische Wachstumsökonomie bekommen. Und was natürlich auch damit schwingt, ist eine Umverteilung von oben nach unten.
Und wie gesagt, also es gibt Formen von Postwachstumsökonomie, die ja, ungerecht sind, unsozial, wie man eben in der Eurozone-Krise gesehen hat, was in Südeuropa passiert. Aber es gibt auch so eine Form von Postwachstumsökonomie-Debatte in den ja, reichen Ländern Europas, wie zum Beispiel der Schweiz. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, da gibt es jetzt eine Initiative, die heißt Ecopop, und die besagt, damit man in ökologischen Grenzen wirtschaften kann, darf es eben keine Zuwanderung mehr geben oder nur ganz, ganz wenig Zuwanderung. Also es gibt auch sozusagen so einen, ja, so einen xenophoben, vielleicht neofaschistischen Weg einer Postwachstumsökonomie. Also Postwachstumsökonomie ist nicht nur gut, das kann auch ein tatsächliches Problem sein. Was muss man tun, um so etwas durchzusetzen? Völlig klar ist, diejenigen Leute, die eine solidarische Postwachstumsökonomie wollen, haben überhaupt keine gesellschaftlichen Mehrheiten zurzeit. Völlig klar. Das ist eine Auseinandersetzung, die mit Machtfragen zu tun hat. Es gibt aber, glaube ich, zwei Ansatzpunkte, naja, vielleicht drei Ansatzpunkte, die plausibel sind. Und zwar braucht es eine Auseinandersetzung darum, was mit Ressourcen passiert. Nämlich Ressourcen müssen im Boden gelassen werden. Da gibt es ein paar Ansätze in der Bundesrepublik, nämlich die Auseinandersetzung um Kohle. Also ich persönlich bin im Widerstand gegen Braunkohleförderung im Rheinland aktiv. Da gibt es konkrete Ansatzpunkte. Die Ressourcen müssen im Boden bleiben. Zweitens glaube ich, dass es ein zunehmendes gesellschaftliches Bewusstsein dafür gibt, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, nicht besonders gut ist. Stressig ist, oft angstbesetzt, konkurrenzbasiert ist. Und deshalb glaube ich, dass Arbeitszeitverkürzung was ganz, ganz Wichtiges ist und dass man da bei vielen Gruppen ansetzen kann, um den Leuten klarzumachen, wir brauchen ein anderes Leben. Und zu diesem anderen Leben gehört eine selbstbewusst vorgetragene Vision. So wie die Akteure, die sagen, wir wollen eben nicht diese angstbesetzte Konkurrenzgesellschaft, in der ständig Opfer produziert werden, auf dem Schulhof oder im Arbeitsleben, sondern wir wollen eben das gute Leben und dafür stehen wir ein, dafür kämpfen wir. Wir wollen eben nicht diesen ganzen Wettbewerbsmist, der uns ständig erzählt wird von Angela Merkel und sonstigen Leuten. Und ich glaube, wenn man es schafft, sozusagen so eine Vision zu verbinden mit konkreten Auseinandersetzungen, um zum Beispiel Ressourcen im Boden lassen und einer sozialen Komponente die Arbeitszeitverkürzung, da gibt es eine tatsächliche Chance, ein politisches Projekt zu bauen, was, naja, nicht kurzfristig übermorgen bei den nächsten Wahlen, aber mittelfristig, langfristig eine gesellschaftliche Kraft entwickeln kann, um den Karren ein bisschen in die andere Richtung zu lenken und vielleicht dann irgendwann noch eine ganz andere Richtung. Nach Attac haben mich die Grünen gefragt, also als ich da nicht mehr im Vorstand war, ob ich für sie ins Europaparlament gehen will, um da die Finanzmärkte mit zu regulieren, nachdem die Grünen vorher die Finanzmärkte mit dereguliert hatten. Und ich habe dann halt gesagt, ja, das mache ich gerne, weil ich dachte, das ist ein Ort, da kann man wirklich was bewegen. Ich habe in 5 Jahren sehr viele Gesetze mitgeschrieben, nach der Reformkrise, nach dem, sage ich mal, Kollaps dieses globalen Finanzsystems, was dann natürlich mit einer riesigen Rettungsaktion stabilisiert wurde. So, aber was heißt für mich gutes Leben? Für mich persönlich hat sich das nicht geändert. Ich möchte gerne in der Gemeinschaft leben von Menschen, die diesem Irrsinn etwas entgegensetzen wollen, die nicht einfach verdrängen wollen, sondern die den Wunsch haben, gemeinschaftlich diese Gesellschaft zu verändern, weil sie nicht einfach so, und das war, ist mein Leben und bleibt es auch, und da werde ich auch irgendwann wieder hin zurückgehen. Nur in Brüssel ist das Leben alles anders. So, das ist Dialektik, ja. So, Widersprüchlichkeit. Und das ist aber meine persönliche Antwort. Ich finde, wenn man die Frage politisch beantwortet, also was ist und gutes Leben, ich würde mal sagen, für mich, ich kann sehr viel anfangen mit den Adjektiven, die ihr benutzt habt. Also den Respekt der Natur, ein Leben mit anderen in Gemeinschaft, in Anerkennung und ich würde auch sagen Liebe, für mich persönlich auch eine Nähe zu Gott. Das sind Fragen, die für mich ganz wichtig sind für ein gutes Leben. Aber ich finde, gesellschaftlich haben wir noch eine andere Herausforderung, nämlich die Herausforderung, dass wenn man überlegt, was soll der Staat machen oder was soll die Gesellschaft als Ganzes machen, dann ist ja die Frage, wie steht die Vorstellung, die Diskussion über das gute Leben in einem Verhältnis zur Freiheit? Und ich finde, das ist eine riesig große Herausforderung, weil es gab in der Ökologiebewegung, in der Geschichte der Ökologiebewegung immer wieder die Tendenz zu einem ökologischen Totalitarismus. Was meine ich damit?
Ich weiß, dass ich erinnere mich, wenn man liest die Flugblätter der 70er Jahre und man findet ganz Ähnliches auch um die Jahrhundertwende, dann gab es im Grunde eine Vorstellung guten Lebens, wie alle leben sollen. Alle sind Vegetarier, Veganer, alle laufen in Schafwollkleidung rum, alle sind, weil das die ökologisch korrekteste Variante ist. Dann gab es ganz stark Normen in der Jugendbewegung, in der ich aufgewachsen bin, dass man sein Brot zu Hause selber backt. Das war eine ganz starke Norm. Wir haben auch unsere Brotaufstriche selber gemacht. Das war auch eine Norm. Da wurde sozusagen scheel geguckt, wenn man das aus den kapitalistischen Verwertungsverhältnissen erworben hat. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Ich meine das überhaupt nicht lächerlich. Diese ganzen Anstrengungen nach Vegetarismus, nach Selbstversorgung, nach Leben in Gemeinschaft, das war der Versuch, ist der berechtigte Versuch, eine Alternative zu schaffen, die dringend nötig ist, aus den Gründen, die auch genannt wurden. Aber wenn man die Vorstellung hat, dass das alle machen sollen, ist das noch freiheitlich? Und die große Frage, finde ich eigentlich, ist, vor der wir stehen, wie gehen wir um mit den Grenzen des Planeten und erhalten gleichzeitig Freiheit? Und nur wenn Freiheit erhalten bleibt, werden wir auch eine breite Anerkennung für eine Politik finden, die letztlich den Planeten schützt. So, und was bedeutet das? Das bedeutet, man darf eben nicht sagen, es gibt nur ein Konzept des guten Lebens, sondern gerade aus Sicht des Staates gibt es eben nicht ein Konzept des guten Lebens. Wenn wir miteinander sprechen, was ist gutes Leben, können wir natürlich darum ringen, wer hat die bessere Idee, was das gute Leben ist. Und das ist eine spannende Diskussion und die haben Philosophen und Religionen über Jahrtausende geführt und da kommen ganz ähnliche Sachen bei raus. Aber wenn der Staat, wenn es darum geht, wie soll Politik und Staat agieren, dann wird das äußerst ganz dünnes Eis. Weil sobald der Staat sagt, gutes Leben ist, wenn du so lebst und nicht so, dann wird die Sache, dann überschreitet der Staat im Grunde den Raum, den er eigentlich sich nehmen sollte. Und schon wenn ich auch im Miteinander, das fand ich deshalb so schön, was du gesagt hast, die Anerkennung anderer Konzepte von Werten und Normen, das ist ganz entscheidend. Und wir als, die darunter leiden, dass diese Welt sich gerade selbst zerstört und wir damit auch und massiv Rechte von Menschen auch zerstört werden, also nicht nur der Planet, sondern auch andere Menschen, ihre Rechte entrechtet werden, da müssen wir immer vorsichtig sein, nicht gleichzeitig mit unseren Konzepten totalitär und antifreiheitlich zu werden. So, und was bedeutet das jetzt in Bezug auf die Lage, in der wir sind? Ich bin äußerst skeptisch bei allen Antworten, die glauben, es gibt eine, ich zitiere, selbstbewusst vorzutragende Vorstellung, wie jetzt die gesellschaftliche Veränderung aussehen muss und wie die Alternative aussieht. Da wäre ich äußerst skeptisch. Ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind alle zusammen in einer großen Scheiße. Wir wissen nämlich nicht, wie man in der kurzen Zeit, die uns noch bleibt, den Klimawandel aufzuhalten und die Biodiversität zu erhalten und wie viel davon schon zerstört ist, hat Alexis eben benannt. Wir wissen nicht, wie sollen wir diese über 6 Milliarden Menschen in dieser kurzen Zeit auf einen anderen Pfad bringen. Wir wissen es nicht. Wir scheitern schon daran, unsere Mitschüler, unsere Menschen im Nachbarhaus davon zu überzeugen, nicht mehr in den Urlaub zu fliegen, sinnlos, oder Massentierhaltungsfleisch zu essen oder die Kleidung aus der Ausbeutungsproduktion zu kaufen. Und zum Teil scheitern wir selbst daran, uns alle 2-3 Jahre ein neues Handy zu besorgen. Wenn wir mal ehrlich sind, sind wir in einer kulturellen Krise und das ist für die keiner von uns eine einfache Antwort hat. Die Versuche zu sagen, wir führen eine große gesellschaftliche Debatte um ein gutes Leben und dann werden alle umkehren. Diese Diskussion ist seit Jesus Christus bisher nicht von Erfolg geprägt gewesen. Das kann sein, dass das alles mit dem Wirtschaftssystem zu tun hat. Und das Wirtschaftssystem hat, glaube ich, eine große Konsequenz auf Normen und Wertsetzung. Aber auch die Versuche, dieses Wirtschaftssystem durch Sozialismus abzulösen, nichts anderes war das, was du im Grunde eben gefordert hast, die öffentlichen Investitionen und so weiter, auch diese Versuche sind nicht von schnellem Erfolg gekrönt gewesen und ich erkenne derzeit auch nicht eine große revolutionäre Dynamik, was das Wirtschaftssystem angeht. So, was folgt daraus? Ich glaube persönlich, dass erstmal die Bewegungen, die sich um Wandel bemühen, dass sie zunächst mal Pluralität der Konzepte als Grundlage annehmen müssen. Also das bedeutet, die Art und Weise, wie schaffen wir es, die Grenzen zu setzen, die der Planet braucht und gleichzeitig die Rechte
der Menschen und Freiheiten der Menschen zu erhalten und die Rechte und die, vor allem die Grundrechte zu bewahren, die Frage, wie wir das schaffen sollen, ist derzeit nicht beantwortet. Ich kenne auch niemanden, der darauf eine überzeugende Antwort im Moment hätte. Ich kenne nur verschiedene Ansätze, die gleichzeitig ausprobiert werden und vor denen habe ich gleichermaßen Respekt. Ich finde, zunächst mal ist die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass wir auch gesetzlich Grenzen setzen. Also das heißt, Grenzen, und Alexis sprach das in gewisser Weise eben an, Grenzen dafür, dass bestimmte Rohstoffe im Boden bleiben. Oder Grenzen, wie in Ecuador, zu sagen, dieses Gebiet, da wird das Öl nicht gefördert und da bleibt die Natur. Oder eben Grenzen, die sagen, so und so viel CO2 pro Jahr und das Wirtschaften muss sich in diesem Rahmen abspielen. Das heißt, der Kampf um politische Grenzziehung ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender. Ich persönlich glaube auch, wenn man diese Grenzen irgendwann hart zieht, dass das dem Bruttoinlandsprodukt gemessen in Geld Grenzen setzt. Es gibt kein unendliches grünes Wachstum, das glaube ich auch nicht. Aber ich würde vor allem erstmal argumentieren, dass wir alle nicht genau wissen, wie viel Wirtschaftsleistung in den Grenzen des Planeten möglich ist. Vor 30 Jahren hätte niemand für möglich gehalten, dass eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien möglich ist. Es wurden ganz wenige gab es, die das geglaubt haben. Heute geht es nur noch darum, nicht mehr darum, ob das möglich ist, sondern nur noch darum, wie teuer ist das und wie viele negative Nebenwirkungen habe ich dafür dann an anderen Stellen zu akzeptieren. Aber die das heißt, wir wissen alle nicht, wie viel wirtschaftliche Aktivität ist in den Grenzen des Planeten möglich. Wir können aber vielleicht sagen, wie viele Rohstoffe darf man aus dem Boden ziehen, wie viele Emissionen darf man freisetzen und dafür braucht es harte gesellschaftliche Grenzen. Ein zweiter Punkt ist, damit das Ganze akzeptabel wird, braucht es, glaube ich, nicht nur, sage ich mal, eine Erzählung, wie wir sozusagen selber innerhalb dieser Grenzen jetzt selbstsuffizient leben, sondern es braucht gleichzeitig auch eine positive Entwicklungsgeschichte. Und das ist da, wo dann vielleicht die Debatten kontroverser werden. Also ich glaube zum Beispiel, dass es, wenn wir schnell was erreichen wollen, dass wir nicht, sage ich mal, erst sagen können, wir überwinden den Kapitalismus und danach kümmern wir uns um den ökologischen Wandel, sondern dass es ganz zentral notwendig ist für eine Strategie, wie wir erfolgreich sind, die Wirtschaft zu spalten. Was ich damit meine, ist, wir haben bisher in der Regel verloren, wenn wir sozusagen rein ideelle Akteure auf der Seite gesellschaftlichen Wandels hatten und die gesamte Wirtschaft, wie sie heute ist, gegen uns. Deshalb glaube ich, dass Strategien notwendig sind, die versuchen, mit den Wirtschaftsakteuren, die sich ökologisch, sozial entwickeln wollen, mit denen Bündnisse zu schließen und mit denen damit auch Partnerschaften einzugehen. Was meine ich damit? Wir haben gerade einen Riesenkampf in der EU um Energieeffizienzziele gehabt. Der einzige Grund, warum wir überhaupt noch irgendwas dazu gewonnen haben, Deutschland und Großbritannien wollten das überhaupt nicht, die sollten alles, die Klappe. Der einzige Grund, warum wir überhaupt was noch durchgesetzt haben, war, weil es eine große Allianz von Wirtschaftsverbänden gab, mit den Umweltverbänden zusammen, die gesagt haben, da waren dann so unangenehme Namen wie Philips und große Konzerne mit drauf, die gesagt haben, Energieeffizienz, super, da können wir investieren, das machen wir gerne, da können wir neue Gewinne machen. Ja? So, und mit diesen Leuten zusammen haben wir die politische Allianz gekriegt, um damit Energieeffizienzziele jetzt überhaupt erstmal weiter verankert wurden. Das ist alles ein Scheiß, das müssen wir nicht drüber reden. Aber der Punkt ist, ich will nur sagen, machtpolitisch ist es zentral wichtig, mit Wirtschaftsakteuren auch Partnerschaften zu schließen. Das heißt natürlich nicht, dass man naiv dem Kapitalismus oder diesen Unternehmen dann gegenübertritt. So, und zum anderen habe ich größte Sympathie mit all den Versuchen, sag ich mal, nach anderen Normen und Werten zu wirtschaften. Unter diesem Stichwort solidarische Ökonomie, auch was in Lateinamerika dazu passiert, was auch in Europa passiert ist, finde ich äußerst faszinierend. Und ich glaube, letztlich ist noch eins sehr wichtig, dass wir uns andere Bewertungsmaßstäbe zulegen. Also das heißt, dass wir halt nicht nach dem Bruttoinlandsprodukt gucken, ob es uns gut geht oder nicht, sondern dass wir eben alternative Indikatoren als Leitmaßstäbe etablieren und das Bruttoinlandsprodukt, und das ist am Ende dann nur noch ein ökonomisches Kriterium, aber es ist kein Wert an sich, sondern der Wert an sich ist, können die Leute gut leben, sind die Grundrechte geachtet, ist der Planet geachtet, wie glücklich sind die Leute, das ist, was uns eigentlich interessieren sollte. Und das Bruttoinlandsprodukt verliert dann in diesem Sinne seine Bedeutung.
Aber ich finde jedenfalls, dass, und das ist eigentlich mein Hauptplädoyer, dass wir als Bewegungen, als Parteien aufpassen müssen, nicht als freiheitsfeindlich wahrgenommen zu werden, sondern eine Pluralität verschiedener Konzepte des guten Lebens zu achten und zweitens auch untereinander nicht freiheitsfeindlich in dem Sinne zu sein, dass einer glaubt, er oder sie hätte jetzt die Lösung, wie wir zu dieser Ökonomie, die mit den Grenzen des Planeten und der Menschen umgehen kann, dass wir den Weg wüssten, mit dem wir da hinkommen. Das ist, sondern wir brauchen eine Haltung von verschiedenen Wegen dorthin, was natürlich nicht ausschließt, dass man sich darum streitet, was jetzt der beste ist. Mein eigener Lebensweg sagt mir nur, dass es zu verschiedenen Zeiten vielleicht auch nicht immer der gleiche Weg ist, den man in den Vordergrund schiebt. Ich fühle mich trotzdem solidarisch mit allen, die nicht die Augen zumachen und nicht verdrängen, sondern versuchen, diese Welt für die nächsten Generationen zu erhalten. Soweit erstmal und danke fürs Zuhören. Dazu anschließend, ich finde jetzt Wachstum auch nicht unbedingt so wichtig. Ich frage mich, warum man jetzt nicht komplett von dem CO2 runterkommen kann, halt allein durch Technik, weil ich meine, bis jetzt da keine großen Hindernisse jetzt, beispielsweise Solarzellen, kann man praktisch irgendwas bauen, das ist jetzt nicht großartig drin, was sehr da wäre, das kann man also alle möglichen Dächer mit zuklatschen. Auch Wind kann man halt offshore, kann man ja auch ohne seltene Erden bauen, wie halt Enercon das macht. Lithium-Batterien kann man praktisch auch aufstellen, so viel man möchte. Warum kann man nicht seinen Energiebedarf einfach 100% erneuerbar denken und dann ist ja da kein... Ja, also vielleicht sinkt dann stellenweise das Wachstum, weil man halt so viel rein investiert, aber da sehe ich noch nicht jetzt allein die Notwendigkeit, jetzt unbedingt das Wachstum bewusst zu reduzieren. In Deutschland ist es ja so, der Anteil erneuerbarer Energien nimmt immer weiter zu. So, also jetzt, ich bespreche jetzt nur für den Stromsektor, alle anderen Sektoren, zum Beispiel Verkehr, lasse ich jetzt mal ausgeklammert, da passiert nämlich doch mal was ganz anderes. So, trotzdem steigt die CO2-Intensität der Ökonomie in der Bundesrepublik. Weil das heißt ja nicht, wenn man mehr erneuerbare Energien hat, dass Leute auf die Idee kommen zu sagen, okay, jetzt verbrennen wir weniger Braunkohle. Nee, im Gegenteil, mehr erneuerbare Energien und mehr Braunkohle und mehr Steinkohle. Na, das ist ja der Pfad, auf dem wir gerade sind. Das ist ja auch in China so. China hat einen enormen Zuwachs an erneuerbaren Energien. Völlig verrückt. Gleichzeitig wird immer mehr Kohle verbrannt. Ne? Also das heißt, diese Logik der Wachstumsökonomie ist eben überhaupt nicht zu sagen, wir ersetzen das, was ist, einfach durch erneuerbare Energien, sondern man hat einen Wachstumspfad und man hat einen radikalen Zuwachs an erneuerbaren Energien und einen radikalen Zuwachs von fossilistischen Energien. So, das ist auch der Pfad, auf dem wir uns befinden zurzeit. Und angesichts dieser Trends zu sagen, man schafft innerhalb der Wirtschaftsordnung einen Umschwung von so einem hohen Verbrauch auf 6 Gramm zum Beispiel, das ist kaum vorstellbar, dass das möglich ist. Wenn man so einen radikalen Wachstumspfad weiterhin hat, für ungefähr 3,5% auf die Weltwirtschaft bezogen. So. Und der Stromsektor ist ja tatsächlich nur ein Sektor. Für den ganzen anderen Bereich gibt es ja sozusagen gar keine technologischen Alternativen zum Teil, beziehungsweise keine, die tatsächlich flächendeckend irgendwie wirksam sind. So. Und deshalb kommen so Leute wie Tim Jackson auf die These, naja, Energieeffizienz, ja, gute Sache, aber das geht eben nur, wenn wir von diesem radikalen Wachstumspfad runterkommen. Nur dann schaffen wir aus irgendwie über Energieeffizienzmaßnahmen und ja, einer schrumpfenden Ökonomie uns so einer Zahl anzunähern, die in den ökologischen Grenzen plausibel erscheint. Und das finde ich persönlich überzeugend, dass man nur, wenn man sozusagen von zwei Seiten irgendwie kommt, man das richtige Ergebnis hat. Aber wenn man nur auf Energieeffizienz setzt, dann hat man halt einen Zuwachs an Erneuerbaren plus alles andere wächst auch. Ne? Das ist ja auch auf einem Weltmarkt logisch. Wir hatten auch in unseren Kreisen auch unterhalten und vielleicht darf ich dir das Beispiel zeigen mit der Flasche. Es ist ganz schön, weil das hat mir echt viel geholfen und zum Beispiel, also wir haben ja mit Jugendlichen aus indigenen Dörfern und so weiter und die meinten ja auch, dass, also was heißt Entwicklung für die und das war halt die Diskussion bei WMWW und einer ist aufgestanden und meinte, naja, einwickeln
heißt es ja auch für mich, ne, Kolonisierung und Wachstum und alles, was die uns von oben herab, ne, bezwingen wollen. Und entwickeln heißt das. Alles raus, ne? Und da habe ich verstanden wirklich, also diese Vorstellung hat es wirklich direkt damit zu tun, so eine Kritik an dem Begriff und an dem Konzept Entwicklung, mehr als also was du meintest, was in der Religion verankert ist und so weiter, die Natur als Subjekt zu erkennen, hat es direkt damit zu tun, was wollen wir als Modell haben? Und zum Beispiel, wenn du sagst, naja, eine Fabrik kann ja nicht mehr gebaut werden und so weiter, da denke ich mir, na gut, aber in welchem Modell denken wir? Also denken wir immer noch irgendwie in diesem Industrialisierungsmodell? Was ist denn zum Beispiel also mit den Realitäten in ländlichen Bereichen in Lateinamerika? Man kann auch zum Beispiel Migration, also ich promoviere zu Migration und ich finde da, das sind verschiedene Modelle, die irgendwie nicht betrachtet werden. Zum Beispiel ländliche Jugendlichen kommen zurück in den Gemeinden. Ne? Also normalerweise hast du ja, dass Jugendlichen auswandern, ne, quasi, und jetzt hast du Modelle da, wo Jugendliche zurückkommen. Und wenn wir denken in anderen Modellen, vielleicht können wir wirklich diese Idee durchsetzen, dass man irgendwie die Natur als Subjekt hat und nicht unbedingt, ne, denkt, okay, also wenn, mit der Hand haben wir auch gemacht, ne, also wenn man irgendwie hier die Natur hat, also wenn wir die Natur schützen, sind wir immer noch über die Natur, ne, als Menschen, was du meintest, anthropozentrisch, das heißt von oben herab. Wir schützen die Natur. Aber Ganzheitlichkeit bei Pachamama heißt ja auch, wenn man innerhalb der Natur quasi ein Teil der Natur ist, also quasi drinnen. Ne? Und da finde ich irgendwie, man fängt, also auch wie in Ecuador in der Verfassungsversammlung, genau da fängt man an, anders zu denken, andere Wertvorstellungen zu denken und zu überlegen. Und da ist wirklich dieser Entwicklungsbegriff auch drinnen. Und deswegen wollte ich. Priorisierung, ja. Okay. Was ich eigentlich fragen wollte, du hast unten gesagt, dass wir eine neue Art von Maßstab brauchen, um die, wie soll ich jetzt sagen, Leistungsfähigkeit einer Politik, einer Gesellschaft zu messen. Und du hast gesagt, dass wir im Moment dafür das BIP haben und dass es ja nicht mehr angemessen ist. Und da wollte ich dich fragen, was du da vorschlägst und vor allem, wie man das in die Gesellschaft implementieren könnte, wie jeder von uns seinen Mitmenschen nahebringen könnte, dass man so eine neue Art Maßstab braucht. Weil der Punkt ist, ich bin relativ skeptisch bei diesen Sammelindikatoren, weil die willkürliche Setzungen machen müssen. Also die müssen halt dann sagen, ich sag mal so, so und so viel Urwaldzerstörung ist kompensiert, so und so viele Leute, die kein Abi machen. Das sind irgendwie, macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Deshalb bin ich persönlich für eine begrenzte Zahl von unterschiedlichen Indikatoren. Und wie kann man das implementieren? Ich denke, dass es erstmal damit anfängt, dass sich Parlamente und Regierungen jährlich rechtfertigen, so wie es einen Jahreswachstumsbericht gibt oder einen Jahreswirtschaftsbericht, sich jährlich rechtfertigen vor der Öffentlichkeit und das auch entsprechend hochziehen, wie sie bei diesen Indikatoren abgeschnitten haben. Und das Wachstum, meiner Meinung nach, als Bruttoinlandsprodukt war nie als Wohlstandsindikator gedacht. Es ist eigentlich völlig, ich bin Wirtschaftswissenschaftler von meinem Hintergrund, als Indikator dafür schon völlig ungeeignet. Also kann man jetzt ganz lange, das ist eigentlich völlig missbraucht. Das BIP ist ein monetärer Indikator, der sagt über das Wohlergehen der Leute relativ wenig und ist dafür gar nicht geschaffen. Und dass der in der Politik so gefahren wird, das hat richtig pathologische Züge. Also im Europaparlament gibt es ganz viele Leute, deren Rede ist immer, am Ende ist dann immer, wir brauchen mehr Wachstum. Ich frage mich sozusagen, das ist ja kein Ziel an sich. Also ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich bin also für eine Reihe von Leitindikatoren und die müssen jährlich und hoch aufgehängt präsentiert und daran gerechtfertigt werden. Und darum muss öffentlich gestritten werden, wenn diese Indikatoren nicht sich positiv entwickeln, sondern negativ. Denn ich würde gerne euch nochmal bitten, ein Schlusswort zu sagen. Also was nehmt ihr mit? Was hat euch überrascht? Gibt es was Neues? Ja, kann ich machen. Also interessanterweise kam in allen Runden eigentlich auf, in diesen drei Runden, die Fragestellung, ganz unterschiedlich verpackt, wie entsteht eigentlich soziale Veränderung und wie kann man eigentlich etwas erreichen, was eben versucht, die Umweltkrise irgendwie einzudämmen. Und ich habe versucht, Antworten darauf zu geben, provisorische.
Und ich finde, dass das eine ganz naheliegende Frage natürlich ist, angesichts dieser beängstigenden Krisendynamiken, in denen wir stecken. Und meine Antwort war eben, dass sozialer Druck, soziale Konflikte, dass die soziale Veränderung schaffen. Und dass, wenn man Konflikte organisiert, Druck ausübt, dass man dann dazu kommt, dass so etwas wie Fortschritt, was immer das auch ist, möglich ist. Und dass es eben nicht darüber funktioniert, dass man nur technische Lösungen andenkt, weil diese technischen Lösungen die Gesellschaft nicht grundsätzlich verändern. Und ich glaube eben auch nicht, dass es funktioniert, indem man runde Tische organisiert mit den großen Konzernen, sondern ich denke, man braucht eine Matrix im Kopf. Wer hat eigentlich welche gesellschaftlichen Interessen? Wer ist eigentlich der zentrale gesellschaftliche Gegner? Was hat der für Interessen? Und da würde ich eben sagen, natürlich, dass die großen Unternehmen eben ein Profitinteresse haben, ein Wachstumsinteresse, und dass es eben der Gegner ist, den man versucht, niederzuringen. Und ein ganz wichtiges Beispiel finde ich immer die Anti-Atom-Bewegung in der Bundesrepublik. Da gab es natürlich auch ab und zu irgendwelche runden Tische, aber wesentlich war ja doch, dass es eine Bewegung von unten gab, dass ein gesellschaftlicher Konsens erkämpft wurde, in Gremien, in Parteien, vor allen Dingen aber auch auf der Straße, dass es einen Atomausstieg geben muss, dass man eben diese Konzerne nicht als Teil der Lösung sehen darf, sondern als zentrales Problem. Da hatte jemand bemerkt, naja, aber der Atomausstieg in Deutschland kam doch wegen Fukushima, nicht weil die Leute keinen Bock mehr hatten auf Atomenergie. Und da finde ich es eben relativ einsichtig zu sagen, der Atomausstieg kam eben genau doch deshalb, weil die Leute auf der Straße waren. Denn Fukushima ist explodiert und in Frankreich ist nichts passiert, was Atomausstieg anging. Und in Großbritannien ist nichts passiert. Aber weil dann plötzlich ein paar Tage später in 500 Städten oder so ähnlich Orten und Dörfern was los war in Deutschland und viel Bewegung war, aufgrund einer langen Bewegungstradition mit zivilem Ungehorsam etc., dann ist es zu einer Veränderung gekommen. Und ich glaube, darauf sollte man setzen, dass Bewegung eben von unten kommt, dass es auch Druck auf der Straße braucht. Und ich möchte euch gerne einladen zu dem Klimacamp nächstes Jahr im Rheinland, im Rheinischen Braunkohlerevier. Dort wird es hoffentlich, also ist alles noch in Planung, eine große Aktion geben, um gegen den Braunkohleabbau dort zu protestieren. Das wäre, glaube ich, das 5. Klimacamp dort, aber nächstes Jahr soll es deutlich größer werden. Und wenn ihr da Lust hättet, hinzukommen, dann wäre das grandios, denn ich denke, dass ein zentrales Thema sein muss, dass die Ressourcen im Boden bleiben. Und das kann man in Deutschland insbesondere bei Braunkohle erreichen. Das Rheinische Braunkohlerevier ist der CO2-Hotspot in Europa. Nirgendwo wird so viel emittiert wie dort. Das sind die größten Löcher, die größten Bagger. Und da können wir nächstes Jahr eine sehr gute Aktion hinbekommen. Und ich hoffe, euch dort zu sehen. Ja, also ich war auch überrascht über die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, die wir in den Bund gefunden haben. Also ein Unterschied war dieses, dass ich wirklich erklären musste, dass die Verfassung zum Beispiel als Werkzeug für soziale Veränderungen, ne, in Lateinamerika auch so diese Vorstellung gibt. Und hier irgendwie haben wir gesagt, naja, wann wurde die Verfassung als letztes Mal geschrieben? Und dann haben wir zusammen gelacht so ein bisschen, ne, so nach dem Motto, es sind ja andere Verhältnisse, die Unterschiede. Aber doch die Gemeinsamkeiten und diese, also was ich nenne, historische Zyklen. Also das heißt, zum Beispiel, es wurde gefragt, ob dieses Buen Vivir auch, also von dir auch, Sven, von alle Bevölkerungsteile aufgenommen wird und so weiter, und natürlich nicht. Es kamen sogar Beispiele, Recycling und so, solche tolle Ideen in Deutschland sind sogar irgendwie, haben sie noch mehr Raum als in Ecuador zum Beispiel. Aber es war immer sehr schön zu sehen, also dass für diese jungen Menschen
Also ich habe auch mit Erwachsenen da gearbeitet und auch jetzt mit jungen Menschen diese Offenheit. Also als ich irgendwie zum Beispiel diese Beispiele mit der Correa, mit dem Gürtel oder, also dann habe ich die Augen gesehen und alle, ach so, ja okay, und diese Logik zu verstehen, dass es diese Offenheit da gab, das hat mich überrascht und ich glaube, das ist unsere, ich zähle mich auch dazu, so junge Menschen, ich glaube, das ist unsere Riqueza, wie heißt das, unsere Vorteil, glaube ich, dass wir ganz offen noch sind, um diese Denkmuster so ein bisschen zu ändern und mit anderen Beispielen wirklich die andere Logik zu sehen. Ich glaube, für uns ist es einfacher und das hat mich irgendwie erfreut, auch in den Runden. Und das zweite war, dass man irgendwie zum Beispiel diese Diskussion über die Rechte der Natur und Natur als Subjekt waren eigentlich in Deutschland in den 80ern entstanden und dass die quasi auch so wie diese Traveling Tourists, ne, wie die überhaupt reisen und irgendwie in Ecuador ankommen und die zurückkommen und wirklich als neue Konzepte irgendwie verkauft werden sollen. Also das ist ganz gut und schön, aber ich glaube, man musste auch das historisch betrachten und gucken, wo die Begriffe auch entstanden sind. Und das hat mich auch überrascht, dass wir immer so das neue Rad suchen wollen, aber eigentlich sind die Diskussionen schon hier in Deutschland haben schon stattgefunden. Vielleicht können wir irgendwie ja, also einen gemeinsamen Nenner finden, eher als diese Unterschiedlichkeit. Genau. Ja. Also ich fand es die drei Runden alle auf ihre Weise total spannend, weil durch diese Nähe man eher spüren konnte, wie seid ihr eigentlich drauf? Und ich fand immer dann, wenn der Mund auf da war, dann merkte man, wie unterschiedlich die verschiedenen Leute von ihrem Hintergrund und was sie interessiert und so eigentlich war. Ich fand, das war für mich eigentlich das Spannendste. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Suche nach den großen Fragen, das ist ja hier auch, was diesen Kongress so ausmacht, das ist eben nicht irgendwie eine Geschichte, die irgendeine Kleinfrage stellt, sondern man fragt nach dem Großen. Das habe ich sehr prägend gefunden, also in vielen Fragen war diese Suche nach größeren Rädern prägend und ich will das nicht nochmal alles aufnehmen. Ich würde nur eins gern noch sagen und das war das auch, was ich am Anfang in meinem Input sagte, wenn ich glaube, der Grund, warum in Deutschland Fukushima zur Abschaltung führte, das war die Atomindustrie und die Gegenbewegung, die es dafür über 30 Jahre gab. Es hatte aber auch, ich könnte jetzt platt sagen, es hatte auch den Grund, dass sie alle vor Kretschmann Angst hatten. Ja? Das glaube ich persönlich nicht, das ist zu platt. Denn andere Parteien gab es auch in anderen Ländern. Aber was es nicht gab, war, in Deutschland war mit dem Abschalten der AKWs nicht mehr die Bedrohung verbunden, dass das ein riesiger Angriff auf unser Wohlstandsmodell ist, sondern die Menschen haben das Gefühl, mit erneuerbaren Energien geht es auch und wir sehen gar nicht ein, warum wir diesen Energiekonzernen das Geld zukommen lassen sollen. Das heißt, anders, und da würde ich nuancieren, ich glaube, die Wirtschaft, auch nicht die großen Unternehmen, sind alle per se nur Gegner, sondern sie sind an bestimmten Stellen, sind es auch Partner, um in dieser Gesellschaft etwas ändern zu können. Das heißt nicht, dass ich mir persönlich für die Zukunft eine Wirtschaft wünsche, in der es Großkonzerne geben muss. Ich glaube, es kann sehr wohl auch Wirtschaftskonzepte geben und die werden mir aus vielerlei Hinsicht sympathischer, in denen wir das überwinden. Aber hier und jetzt, glaube ich, ist auch entscheidend, dass man mit ideellen Zielen gleichzeitig auch Kooperationen eingeht mit denen, die nicht vor allem postmateriell angetrieben sind. Und genau das ist in diesem Moment Fukushima gelungen, wieso eben die Gesellschaft gesagt hat, dann werden die Dinger jetzt eben abgeschaltet und Frau Merkel offensichtlich den Eindruck hatte, wenn sie das jetzt nicht macht, dann schaufelt sie ihr eigenes politisches Grab. Und da gehören eben Bewegungen und wirtschaftliche Fragen auch zusammen und die sollte man nicht einfach als Gegensatz konstruieren, weil meine Befürchtung ist, dass wir dann nämlich verlieren werden mit unseren ideellen Zielen. So, und ich will aber zum Ende eins vor allem noch sagen, und wo ich Mut machen möchte, geht euren Weg, euch nicht einzupassen, also nicht zu verdrängen. Ich habe eins zu viel gesehen, nämlich dass Leute nach ein paar Jahren rebellischen Geistes gesagt haben, irgendwann war mir das alles zu lästig und ich habe mich eingepasst. Und ich finde, dass der Lebensweg von ganz verschiedenen Leuten zeigt, dass das eben nicht nötig ist. Also man kann
auch Sinn in der eigenen Arbeit, im eigenen Engagement finden und trotzdem in dieser Gesellschaft wahrscheinlich besser leben als diejenigen, die dann irgendwann verdrängen, dass das Unrecht und die Zerstörung so dominant ist. Und ich habe ein Gefühl, was ich ganz befremdlich finde und worüber ich eigentlich gerne mal einen Kongress abhalten würde, ist, wieso gelingt das eigentlich in unserer Gesellschaft einer jungen Generation, die sogar solchen, die eigentlich viele Fähigkeiten mitbringen, so Angst zu machen. Also das heißt, der Leistungsdruck, möglichst schnell studieren, schnell mit hoher Leistung durch die Schule, sonst wirst du arbeitslos. Diese Angst, die ist total verbreitet. Und ich finde, sie ist in vielerlei Hinsicht eigentlich unberechtigt, weil ihr eine Generation seid, in der es für diese starke Angsterzählung eigentlich gar keinen Grund gibt. Und ich glaube, das ist eigentlich total entscheidend dafür, warum so viele Leute auch die Zerstörung verdrängen und nicht sagen, natürlich ist meine Aufgabe, wenn ich heute 18 bin, an dieser Zerstörung was zu ändern. Und sondern sich da eben irgendwie einen Weg der Einpassung zu suchen. Und ich glaube, und ganz viele Leute schaffen es, diesen Weg weiterzugehen. Und ich würde mir einfach, mich freut jeder von euch, den man in 10 oder 20 Jahren, wenn ich dann irgendwann in Rente gehe, die dann im Parlament, in den Bewegungen, in irgendwelchen Unternehmen an dem gesellschaftlichen Wandel weiterarbeiten, statt wie manche andere Leute dann, sag ich mal, widerstandslos zu ergeben. So. Und ich wünsche euch da einfach alles Gute auf eurem Weg. Thank you.